Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und jetzt eine schöne Runde am Freitag. Und dann gucken wir mal, was machen wir heute. Okay, Bisons gehäutet, Kräuter essen. Das macht man ja quasi nebenbei, das Essen. Tierzähne verkauft, das kriegen wir auch noch hin. Kopfgeldjäger, vielleicht machen wir da mal was. Gesuchte Personen geplündert, 3 Stück. Ah, von West Elizabeth abgeliefert und mit Lasso gefesselt. Händler. Die Töt. Aha. Ja, gut. Ah, viel fahren. Oh, Versorgungsmission. Machen wir sowieso. Schnapsflaschen. Gegenstände mit dem Spaten. Unterhochkarten. Oh, eine Spezialsorte hergestellt und ausgeliefert. Dann sollten wir das gleich mal anschmeißen. Tiere wecken. Etwas im Wildnislager. Und das Zähigkeitstonika 2 Stück nehmen. Ja, dann. Checken wir mal eben hier. Okay, da könnten wir gleich direkt eine Tour fahren. Aber wir düsen mal erst. Erstmal müssen wir den Hund streicheln, ne? Also ich versuche heute mal alles in einer Folge hinzukriegen. So. Feini. Läuft das auch? Wir düsen jetzt erst zur Schwarzbrennerei und schmeißen erstmal eine Sorte an. Weil sonst wird ja nichts, ne? Schade. Denn ohne die können wir nicht ausliefern. Denn ich denke. Ah, bonjour. Ja, ihr habt nichts You've fertig. been away on some travel. I have some ideas. Oh, as you wish. But it can be made to be cheaper, Dann machen wir das hein? mal. Hey, a fine aroma. I would drink this myself. So. Dann kann der Kollege erstmal arbeiten. Ja, super, da unten ist jetzt die Mission hier. Ich zeige es euch mal eben. Schwarzgebrannt, da ist es. Schwarzbrenner Mission, 3 Stück, da unten wäre eine. Ja, super. Hätten wir die vorher gemacht, hätten wir jede Menge Geld sparen können. So, dann habe ich ja noch eine Sammlerkarte offen. Oh, Pfeilspitzen hier. Und das ist eine Wildblume. Na. Nichtsdestotrotz. Also, ich hau mir jetzt bewusst nichts Gescheites zu essen rein, denn ich will ja nachher noch das Zähigkeitstonikum nehmen. Also müssen wir das jetzt hier überleben. Ohne was zu nehmen. Aber jetzt erstmal hier bisschen die Rambo-Nummer. Oh, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, oder? Auch noch. Naja, kommt jetzt auf uns zu.
wollte sagen, aber viele können es doch nicht mehr sein. Spaß hier mal eben ein. Denn vielleicht haben die auch Schnapsflaschen dabei. Ja, das gilt ja auch. Tja, heute wohl nicht, ne? Tja. Schade, schade. Eben, nein, das war falsch. Wie sieht die Knarre aus? Oh, die sieht schlecht aus. Mal eben reinigen hier den Spaß. Ist doch hier irgendwas. Irgendwas ist hier doch immer zum Ausbuddeln. Kann mir nur nie merken, wo. Ach, hier, ne? Müssen wir aber auch gleich mal in die kalte Ecke, damit das Tonikum nehmen kann, damit die Wirkung auch nachlassen kann, ne? So, dann haben wir hier schon mal das Wichtige erledigt. Leider nix. Da ist auch mal nix. Dann können wir jetzt einen Abflug machen. Also irgendwie so kleine Viecher. Da, das ist ein Dachs. Schon mal die nächste Knarre nehmen, falls hier der Boomer auftaucht. Oh, 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 hört ihr das? Guck mal hier. Da ist ja auch noch irgendwas Kleines. Ah, das wird er sein. Den hatten wir schon. Ja gut, dann... Ja,
Ja, ja, zweimal den gleichen geht nicht. Ja. Tja. So ein Puma hätte ich ja noch mitgenommen, ne? Ja, dann. So, stellen wir mal eben was her und ich denke am besten Betäubungsmunition. Und dann düsen wir mal vielleicht einfach eben in die heiße Ecke. Da funktioniert das ja auch. Damit wir das Tarntonikum nehmen können. Also eins. Ziehen wir uns mal warm an hier. Da hinten kleine Alligatoren finden. Da wird ihm schon warm. Ihr habt's gesehen. Oh, da sehe ich ein Vogelei. Da oben. Denn wir sollen ja die Haut eines tödlichen Raubtiers mitbringen. Da gehen nämlich auch die kleinen Alligatoren. Da sitzt ein großer. Den nehmen wir dann auch noch mit. Dann haben wir das nämlich auch schon zusammen. Und dann können wir die Versorgungsmission starten. Alles glatt läuft, schaffen wir das wirklich in einer Folge, in einer längeren Folge für den Freitagabend. Für alle, die neu dabei sind, bitte abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da, schreibt doch bitte was in die Kommentare. Ja, und leitet vielleicht das ein oder andere Video mal einfach an eure Community weiter. Oh, ich denke, am Wochenende werden wir dann noch eine Runde Story schaffen. So, das da hinten buddeln wir auch noch aus. Und Tarotkarten, ganz ehrlich. Ich denke, da drei Stück zu finden. Das passiert ja quasi nebenbei. So, hier ist heute mal keine. Die Vanilleblume wollte ich aber eigentlich noch mitnehmen hier. Aber er will sie irgendwie nicht. So. Immer da hinten nochmal hinschauen, aber da ist heute nichts.
Hier ist heute auch nichts. Da hinten ist die erste Tao-Karte. Und dann können wir jetzt ganz entspannt zurück ins Lager. Das war ja sportlich abgestiegen, würde ich sagen. So, und spenden wir das mal eben. Supplies are looking healthy right now. That's top notch. Und dann starten wir die Mission. Okay, don't ask me how I know this, but some of our fellow traders are having some transportation difficulties. Stranded at the mercy of brigands and outlaws. So we can play nice or we can play smart. And you aren't very good at playing nice. So. Also, hätten wir die Mission sofort, hätte ich natürlich gewusst, dass es die ist. Dann hätte man die starten können, denn da... Also, wenn es die ist... Oh, jetzt hat er das erstmal... Ne, die ist es nämlich nicht. Alles gut. Es gibt ja noch die, wo man dann wirklich von drei Wölfen angegriffen wird. Da kann man dann natürlich abstauben. Ne? So, dann nehmen wir mal... Ja, nehmen wir mal Schrot. So, dann machen wir hier einen auf die Rambo-Nummer. Ist der verreckt? Nee. So. Ja klar, schön wäre gewesen, wenn der eine Schnapsflasche dabei gehabt hätte. Aber mein Gott, wir können nicht immer gewinnen. Aber so richtig was dabei an Sammlerstücken haben die heute alle nicht, ne? Ja, eine Tao-Karte. Okay. Auch nicht schlecht. So, dann wollen wir mal.
So, die würde ich aber auch gerne noch filzen hier, die Jungs. Ja, nicht, dass man da was verpasst, ne? Denn wir sind ja eh nicht unter Zeitdruck. Nice work. So, dann kann der Kollege hier weiter mal loben, ne? Ja, das sieht gut aus. Dann wollte ich ja letztens eine Schatzkarte aufmachen. Aber jetzt gucken wir erstmal. Ja, viel passiert ist noch nicht, ne? Kräuter gegessen. Ach so, ja, ja, gut. Das können wir mal eben hier. Während die alle arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch dazu zählt. In der Theorie für mich ist das kein Kraut, aber was soll's. Aber können wir auch noch essen. Pflücken können wir es auch. Und dann denke ich, machen wir gleich mal noch eine Schatzkarte auf. Machen wir uns auch noch mal rein. Hatten wir, glaube ich, schon. Aber da hinten wächst, glaube ich, Schafgarbe. Hier ist sie. Oh Mann, das sind schon wieder 23 Minuten. Das wird knapp. Mit machen wir mal alles easy in einer. Ja, dann. Müssen wir doch mal ein bisschen Kopfgeldjäger machen, was? So, West Elizabeth war, glaube ich, die Ansage, ne? Oder habe ich das falsch verstanden? Mache ich ja nicht so gerne, kann ich euch ja sagen, ne? Ja gut, dann geht's halt auf nach Strawberry. Ich kann es nicht ändern. Geht das von hier aus überhaupt? Ne, das geht gar nicht. Was ist denn da schon wieder los? Da wird ein Lager überfallen. Ja, da müssen wir dran. Denn vielleicht haben die ja Schnapsflaschen dabei.
mal gucken hier. Ja, hat nur einer überlebt. Ne? Ist ärgerlich. Aber, ja, das Plündern, ne? Das dauert dann schon mal. Wo sind die denn alle? Wie war, die sind alle weg. Das hier ist so ein Reisender. Die sind alle verschwunden. Ich glaube das nicht. Wofür habe ich hier aufgeräumt? Katastrophe. So. Ach so, so, jetzt Kopfgeldjäger. Gesuchte Person geplündert, okay. West Elizabeth, zwei Stück. Aber von hier muss man doch nach Strawberry gucken. So. Dann geht das nämlich nur vom schnell vom eigenen Wildnislager nicht. Und dann ist das so, ne? Dann wollte ich noch was gucken. Sammler. Da ist es. Tarotkarten und die Schnapsbullen. Bevor wir jetzt hier was annehmen, gucken wir mal eben hier, ob hier Tarotkarten liegen. Das gibt's doch nicht. Gefühl liegen die hier immer. So, Steckbrief, da wollen wir nochmal gucken. Tja, ach komm, was soll's denn? Erledige die, wo ist sie überhaupt? Oh Mann, das gibt doch hier einen Ritt auf eine Rasierklinge. Jetzt so eine Schnellreise zum Lager und dann von der anderen Richtung kommen, ne? Aber wir sollen ihn ja fesseln, also dürfen wir noch nie erschießen. Kopfgeldjäger gibt es ja diesen Monat auch noch richtig Punkte. Also es lohnt dann schon, denke ich. Hoffe ich. So, ich habe nämlich jetzt, muss man ab und zu mal gucken, ich bin da nicht so firm drin. Alles klar, Richtung passt. Nicht, dass er irgendwo abgebogen ist, ne? Oh, die Auszeichnung setzen wir aber mal eben zurück. Sonst vergesse ich das. Es gibt nämlich XP und 0,4 Goldbarren. Sag mal,
Boah! Das habe ich noch nie gehabt. Dass ich hier so... Boah, guckt euch mein armes Pferd an. Okay. Wo ist der? Wer ist wer? Ich habe jetzt keinen Bock, den zu erschießen. So, ich muss sie mal eben trennen hier. Wer ist denn welcher? Oh, 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 oh. Ich hab das noch nicht im Blick. Wo ist der Kerl hin? So, der ist geflüchtet, aber wohin? Zeit genug haben wir ja. Jetzt muss ich den nur wieder finden. Denn ich habe keine Lust, dass er mir verreckt. Wo ist der hin? Oh Mann, ist der schnell, oder? Ah, da oben rennt er. Weil ich soll ihn ja fesseln und plündern, ne? Und ich hab's schon mal im Eifer des Gefechts. Meine Güte, jetzt hängt das Pferd hier fest. Im Eifer des Gefechts einen erschossen und dann ist vorbei mit Fesseln, ne? So, einmal gefesselt und geplündert, jetzt geben wir den ab. Ja, ihr habt gesehen, also Kopfgeldjäger, das liegt mir auch nicht so. Ne? Da kommen die nächsten Spackos. Könnte man sich jetzt mit aufhalten, kann man auch erstmal lassen. Das war jetzt nicht die feine englische Art, da die Pferde vor der Kutsche zu erschießen, aber es schien mir taktisch klug zu sein. Weil das ist so, wenn ich da im Eifer des Gefechts erst nicht sehe, wo sitzt der genau, dann... Auto-Aim drauf, abgedrückt, falschen Kerl erschossen. Ja, dann ist die Nummer ja erledigt, da habe ich ja keine Lust zu. Hey, get back here! So. Das nervt mich doch auch schon wieder. Wisst ihr was? Mein Gott, geht doch mal aus dem Weg hier. So. Auch erledigt, da sieht das auch. Und wenn wir jetzt noch eine hier annehmen. Dein letzter Job liegt noch nicht lange genug zurück. Komme später wieder. Ja, das ist ja wohl nicht deren Ernst.
Ja, dann machen wir das so. Dann machen wir jetzt erst, nehmen wir hier noch eine an. Und grasen dann da nachher, wenn wir den hier zurückbringen müssen, wieder dann die Sammlerstücke ab. Oh, habt ihr das gesehen? Was war da? Da war ein weißer Punkt. Da. Ach, das gibt's doch nicht. Habe ich wohl nicht gesehen. Dachte immer, merkt, ja, ist ja auch egal. Das können wir ja auch mitnehmen. Und es ist verschwunden. Netzwerkfehler, weg ist es. Egal. Die Seetaucher-Eier haben wir trotzdem. Nehmen wir jetzt erstmal die nächste Kopfgeldjagd an. Oh, was ist da schon wieder los? Moment mal. Da jetzt eine gesuchte Person ist. Ah, nee. Ja, aber eigentlich müsste ich das erst eben machen. Dann haben wir die zweite erledigt. Ich futter mal was. Dann haben wir die zweite Schnapsgeschichte hier erledigt. Oh, das ging schneller als gedacht. Ja, bleibt mal locker, Jungs, ne? Oh, das sind aber viele, ne? Jetzt so schön hinterm Stein verschanzen. Jetzt loote ich die aber erst. So ein paar. Taschenuhren, was die alle dabei haben, ne? Das brauche ich alle gar nicht. Mann, wieso haben die denn keine Schnapspullen dabei oder Tarotkarten oder was weiß ich denn? Gin. Was soll ich denn mit normalem Gin? Dabei hier. Aha. Endlich eine Schnapsbulle.
aber wie gesagt, das hätte auch irgendwie, ne? Besser laufen können. Naja, egal. Wir machen die nächste Kopfgeldjagd. So, dann haben wir hier noch... Wächst hier noch irgendwas, was ich essen kann? Da. So, und da ist auch noch was. Nee, die Brombeeren wollte ich auch probieren hier. So, dann können wir hier noch eine Kopfgeldjagd annehmen. Denke ich, hoffe ich. Ja, da ist der Dingens gegen Coyote, Fuchs, keine Ahnung, egal. Die Dinger. Ah, hier. Nehmen wir den. So, da. Ein Schuss hat er. Wir reiten deswegen mal eben hier vorbei. Weil wir mal eben... einen Zahn verkaufen. Feel free to peruse the wares. All right, let's have a look see. Denn ganz ehrlich, das nehmen wir mit. Hope to see you again. Das tat mir gerade in der Seele weh. Oh, das Pferd ist aber auch kurz vor... Da hat nicht viel gefehlt, seht ihr das? Verschlungenen Pfade hier. Schön. Zwischen dem... Das, da habe ich richtig Bock drauf. Jetzt müssen wir das Pferd mal langsam ein bisschen schonen hier. So. Einmal loben. Dann könntest du auch einfach mal dopen, ne? Zack. Dann muss man bestimmt warten, bis der da auftaucht oder so. Das ist ja auch manchmal ein bisschen nervig, ne? Könnte fliehen, wenn die Gegner alarmiert werden. Halte dich. Passe auf, wann die Zielperson kommt. Okay. Eine Tarotkarte. Komm, die müssen wir mitnehmen.
So, ihr seht, viel ist da noch nicht passiert, ne? Aber gleich noch eben ein Tierchen wecken, das kriegen wir hin. Kann das sein, dass die Zielperson da hinten kommt? Da ist er. You ain't even worked up a sweat. So, komm, ich will ihn hier ein bisschen rausscheuchen. What you doing here? Get out of here! So, ein bisschen schneller sein hier. So. Ich hoffe, wir bringen den jetzt nach Valentine. Und dann haben wir nicht mal einen umgelegt. Bastard. Also ich muss jetzt sagen, ich habe irgendwie jetzt gefühlt die ganze Zeit was gemacht. Boah, wir sind bald bei 50 Minuten. Das kommt mir gar nicht so vor. So, bevor ich den jetzt abliefere, da checken wir mal eben. Oh, da hinten ist noch eine Tarotkarte. So, wir haben gesuchte Person geplündert und gesuchte Person mit verstärktem Lasso. Super. Das heißt, wenn wir jetzt gleich noch einen machen, haben wir direkt zwei Sachen erledigt. Look who it is and kick in the boot. Put him in the cell, won't you? It's all there for you. Hope it was worth it. So, also auch das erledigt. So, dann gucken wir mal. Geht das nicht? Wieso kann ich das nicht annehmen? Ah, liegt wieder an dem Netzwerk. So, komm, den nehmen wir an. Wo ist er überhaupt? Halleluja, wo ist das? Ach du Shit. So viel Zeit habe ich gar nicht. Ja gut, ich hätte jetzt gedacht, da wäre was in der Nähe, wo wir eben abstauben können. Aber nein. Tja, wenn es nicht anders geht, muss ich es gleich splitten.
Eisenstückchen hier. Gucken wir mal eben. Jetzt wisst ihr was, das machen wir eben anders. Nein, das schaffe ich nicht. Also die Playse nimmt maximal eine Stunde auf. Es werden tatsächlich zwei Teile. Wir gucken mal eben. Das mit dem Tonico. Was, wie viel müssen wir überhaupt noch machen? Ja. Also, wir müssen noch eine Runde eine Versorgungsmission packen. Dann müssen wir noch eine Spezialsorte und ausliefern. Ich sag's euch, wie es ist. Ah, das geht jetzt nicht. Wir machen Schluss. Und dann machen wir doch tatsächlich zwei Folgen draus. War länger, wie gesagt, als ein Stündchen, nimmt die Playse eh nicht auf. Dann ist das so. Dann kann das auch in Ruhe hochladen hier und dann kann ich mir noch in Ruhe ein Käffchen trinken. Und das Hörnchen, das nehme ich noch mit. So, dann machen wir Schluss und dann gibt es trotzdem, es ist doch Freitag, ihr habt doch Zeit. Ihr guckt euch das doch bestimmt, ich hoffe, gerne an. So, dann Maske auf. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.